Das heutige Klassiker-Einladungsrennen hat zwar keine direkten Auswirkungen auf die Formel-1-Meisterschaft, aber bei dem Ruf, den die Fahrer zu verteidigen und vielleicht sogar zu verlieren haben, ist ganz klar, dass sie unbedingt zeigen wollen, was sie können. Ja, damit guten Morgen, Germans, und willkommen zu einem kleinen Bonusvideo. Ein Einladungsevent steht an. Wir werden den 2010er Red Bull fahren, also den RB6. Und das Ganze aus Sanford, werden für unsere Karriere 150.000 Dollar gewinnen, sowie 1.000 Fahreranerkennung. Und ja, da würde ich sagen, das machen wir doch. 7 Kilometer müssen wir fahren. Dürften knapp über 2 Runden sein. Und wir haben den geilen Sound. So. Ja, das erste Mal, dass ich jetzt ein Klassikerfahrzeug hier fahre. In F1 2020. Ui, der hat aber richtig Traktion vorne. Aber nicht hinten, wo wir es brauchen. Okay, Moment, das startet mal kurz neu. Ha, perfekt. So, also auf ein neues. Ich würde sagen, dann kann ich mehr genehmigen, noch einen neuen Versuch. Also viel Traktion vorne, nicht ganz so viel hinten. Merken wir uns. Und Differential stellen wir um. Der ist halt super direkt. Wow. Aber echt eine Beach beim Rausbeschleunigen. Aber immerhin haben wir auf Sandford schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Boah. Moment, spul mal kurz zurück. Mein Gott, ey, ich bin sogar für sowas so blöd. So, 7 Kilometer müssen wir schaffen. Ist die Frage, ob wir das schaffen. Aber der fährt sich halt komplett anders zu den 220er Fahrzeugen. Und die Regeln sind scheinbar auf strikt gestellt. Ansonsten hätten wir das Spiel hierfür nicht einen auf die Pfoten gegeben. So, plus 13 Sekunden nochmal und über die Hälfte haben wir schon. Das heißt, theoretisch gesehen könnte das soweit funktionieren. Oh, vorsichtig aufs Gas. Perfekt. Ja, doch, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ja, diese Einladungsevents werde ich einfach als separates, kurzes Video, sehr, sehr kurzes Video hochladen. Weil sonst werden mir die Rennvideos einfach zu lange, leider. Und ich würde dich doch ganz gerne mitnehmen, weil, ja, die geben erstmals wirklich Boni für dich. Wirklich Anerkennung und vor allem Geld. Ja, vor allem Geld. Und eigentlich dürften wir es gleich haben. Jawohl, doch, kriegen wir hin. Die Distanz erreichen wir. Wunderbar. Haben wir. Gucken wir mal, wie weit wir noch gehen können. Also bis zum Ende der Stadt sieht man auf jeden Fall. Aber viel weiter. Doch, sogar den Checkpoint kriegen wir noch. Aber das war wahrscheinlich der letzte. Okay, 9,4 Kilometer haben wir geschafft. 7,8 hätten wir gebraucht. Ich würde sagen, zählt das abgeschlossen. So, plus 1000 Fahrerderkennung und 150.000. Geil. Sehr, sehr schön.
Ja, da würde ich sagen, war es das dann für dieses kleine Bonusvideo. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über euch nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus!